Perfekt, aber jetzt soll es funktionieren. Ja, ich freue mich, dass ich euch hier begrüßen darf zu unserem Gottesdienst. Matthias hat schon in der Moderation erwähnt, wir treffen uns nicht nur hier wöchentlich, sondern auch im Süden von Linz in der Rechlinstraße, wo wir gemeinsam Gottesdienst feiern und auch mit vielen anderen Angeboten Linz erreichen wollen, egal ob es mit dem Evangelium ist oder einfach mit ganz praktischen Nöten oder Sozialprojekten. Und ich glaube, dieser erste Sonntag im neuen Jahr, den wir jetzt haben, ist was Entscheidendes. Der erste Sonntag im neuen Jahr, erster Sonntag im neuen Jahrzehnt. Und da können wir uns auch die Frage stellen, wo wollen wir beruflich hin? Wo wollen wir vielleicht familiär hin? Wo wollen wir mit Freundschaften hin? Wo wollen wir in Beziehungen hin? Wo wollen wir im Glauben hin? Wo willst du im neuen Jahr hin? Und da möchte ich mir eine zentrale Frage ansehen heute. Ist eigentlich nicht so viel, aber diese Frage umspannt alle diese Lebensbereiche. Die Frage ist, wie können wir zufrieden werden? Wie werden wir zufrieden? Die Frage möchte ich mit euch gemeinsam heute ansehen. Aber zuerst einmal kurz was zu mir. Wer bin ich eigentlich? Ich bin der Andi Hepp. Die meisten von euch werden mich schon kennen. Ich darf an der ATHG, der Akademie für Theologie und Gemeinde, auch eine theologische Ausbildung machen und bin auch in einem Lehramtsstudium für Deutsch und Geografie. Und was gibt es noch zu sagen? Ja, ich bin 23 Jahre alt und mein Lieblingsessen ist auch was Wichtiges, sind Schokoladeballerschinken, die ich mir auch sehr oft mache. Ja, ist auch was Wichtiges, ein Lieblingsessen zu haben. Und der Grund, warum ich mich bewusst nochmal vorstelle, warum sich jetzt vielleicht einige denken, ja Andi, wir kennen dich, wir sehen dich fast jeden Sonntag in der Übersetzung oder Moderation oder wenn du predigst. Wir möchten bewusst hier im Habakuk auch einen Fokus darauf legen, dass neue Leute, die vielleicht zum ersten oder zum zweiten Mal hier sind, auch schon verstehen, worum geht es, wer redet da eigentlich. Und wir wollen eine willkommen heißende Atmosphäre schaffen und das ist auch, warum wir uns hier treffen, um das Evangelium nicht nur als vielleicht schon alte Hasen zu leben, die vielleicht schon dritte, vierte oder tausendste Mal hier sind, sondern genau auch für Leute, die vielleicht zum ersten Mal mit der verändernden Kraft von Jesus in Berührung kommen. Und so möchte ich diese Predigt auch beginnen mit einem Gebet, weil wir an die Kraft Gottes glauben und ohne Gottes Kraft nutzt es auch nichts, dass ich hier stehe und was rede. Danke, Vater, dass du hier bist. Danke, dass du zu unseren Herzen heute persönlich sprechen möchtest, dass du sprechen möchtest, wie werden wir zufrieden und wie können wir unser Leben in allen Bereichen auf dich ausrichten. Wirke du, Herr. Amen. Ich möchte diese Predigt beginnen mit einer Geschichte und dafür hole ich mir kurz meinen Geschichtenerzählersessel. Und um euch ein bisschen auf die Geschichte einzustimmen, möchte ich euch mal ungefähr den Ort zeigen, wo diese Geschichte stattfindet. Ihr könnt euch ein Fischerdorf vorstellen, ihr könnt euch vorstellen, dass da vielleicht verschiedene Schiffe liegen mit romantischen Namen wie M17F oder anderen Dingen. Und ich möchte euch auch ermutigen, wenn ihr wollt, dass ihr die Augen schließt und einfach der Geschichte ein bisschen zuhört. Es war einmal in einem Fischerdorf, wo ein ärmlich gekleideter Mann am Steg gelegen ist. Man hört vielleicht die Schiffe ein bisschen klappern, man riecht vielleicht die salzige Meerluft, man hört Möwen, die über unseren Köpfen krächzen. Und man hört ein Klicken, von einer Kamera. Ein Tourist steht in dieser idyllischen Landschaft und klick, 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 fotografiert alle Dinge, die ganzen Schiffe, die Möwen, die salzige Meerluft kann er schlecht fotografieren, aber er fotografiert viele verschiedene Dinge. Und er kommt dann auch zum Fischer, fotografiert den Fischer und der Fischer ist leicht vielleicht sogar genervt und öffnet so die Augen, weil er gerade geschlafen hat und blinzelt den Touristen so verwirrt an. Und der Fischer greift, weil er gerade am Aufwachen ist, gerade noch in der Hosentasche und versucht ganz langsam eine Zigarette herauszuholen und sich anzuzünden. Aber der Tourist ist schon schneller. Der Tourist hat schon eine Zigarette in der Hand aus seiner eigenen Tasche gefischt, hat sie angezündet und hält sie ihm schon bereit hin und fragt ihn, ob er eine möchte. Der Fischer nickt langsam, leicht verwirrt, nimmt sich die Zigarette und tut einen guten Zug. Der Tourist sagt, Sie werden heute sicher einen guten Fang machen. Langsames Kopfschütteln des Fischers. Aber man hat mir gesagt, dass das Wetter günstig ist. Wieder Kopfschütteln des Fischers. Der Tourist wird langsam etwas nervöser. Oh, fühlen Sie sich nicht wohl? Sind Sie krank? Wieder langsames Kopfschütteln des Fischers. Und endlich geht der Fischer dazu über, mal zu antworten.
Ich fühle mich großartig, sagte er, während er aufgestanden ist und sich langsam gereckt hat. Ich habe mich nie besser gefühlt. Dann fragt der Tourist, ja, aber warum fahren Sie denn nicht hinaus und fischen Fische? Ja, ich habe heute schon einen guten Fang gehabt, sagt der Fischer langsam und entspannt. Ich habe heute schon 4 Hummer gefangen und 12 Makrelen. Ja, warum fahren Sie nicht nochmal aus? Das Wetter ist ja noch gut. Sie könnten ja nochmal hinausfahren. Sie könnten noch ein zweites Mal hinausfahren und mehr fangen. Ja, aber ich bin mit meinem Fang eigentlich schon zufrieden. Ich habe schon viel gefangen. Genug auch für morgen. Aber der Tourist ist weiter verwirrt. Ja, aber wenn Sie heute bei dem schönen Wetter nochmal hinausfahren, Sie könnten ja noch ein zweites oder ein drittes Mal hinausfahren. Sie könnten noch 1 Dutzend, noch 2 Dutzend, noch 3 Dutzend Makrelen und Hummer fangen. Sie könnten immer mehr Hummer fangen, vielleicht in einem Jahr, wenn Sie den Fang verkaufen. Sie könnten sich ein Boot leisten, ein zweites Boot. Sie könnten ein drittes Boot leisten. Sie könnten sich einen Fischkutter leisten. Sie könnten sich bessere und größere Netze leisten, um mehr Fische zu fangen. Der Tourist wurde immer begeisterter. Sie könnten sich vielleicht irgendwann ein Räucherhaus leisten oder ein Lagerhaus für die ganzen Fische. Sie könnten ein Restaurant bauen. Sie könnten sich mit den ganzen Gewinnen, Sie könnten ein Restaurant bauen, in dem Sie die Fische verkaufen. Sie könnten bekannt werden international, indem Sie die Fische exportieren. Sie könnten sich einen Helikopter mieten, in dem Sie Ihre Flotten überwachen und Sie Flotten dirigieren, wo die besten Fischschwärme sind. Und der Fischer fragt langsam, und dann? Und der Tourist sagt, ja, dann könnten Sie hier im Hafen sitzen, Sie könnten sich eine kleine Hütte bauen und Sie könnten entspannt in Ihrem Leben hier sitzen und aufs Meer hinausschauen. Und der Fischer fragt, leicht verwirrt, aber tue ich das nicht gerade schon? Und der Tourist ist ebenfalls etwas verwirrt, nachdenklich und fährt wieder heim mit seiner klickenden Kamera. Könnt ihr die Augen gerne wieder öffnen, falls ihr sie geschlossen habt. Und ich stelle meinen Geschichtensessel wieder weg. Die Geschichte soll mal einleitend was verdeutlichen zu diesem Thema Zufriedenheit. Und ich glaube, diese Frage, wie werden wir zufrieden, ist wirklich eine zentrale Frage, die uns im Leben bewegt. Und ich möchte euch gleich zu Beginn der Predigt die Antwort auch darauf geben und das auch mit der Bibel, mit einigen Versen betrachten. Wir werden zufrieden, indem wir Gott in den Mittelpunkt stellen. Gott in den Mittelpunkt stellen. Andi, was ist das schon wieder? Du sprichst schon wieder mit so einem sprachlichen Bild. Was soll das heißen? Soll ich zu Hause hingehen? Soll auf dem Boden einen Kreis malen? Und da stelle ich dann eine Jesusstatue hin oder ein Kreuz oder eine Bibel? Ist das, wenn ich Gott dann in die Mitte von dem Kreis lege, ist das dann Gott im Mittelpunkt? Was ist also die Antwort? Wie werden wir zufrieden? Jetzt bin ich mit den Zetteln kurz durcheinander. In Matthäus 6,33 nämlich steht schon, wenn wir für ihn leben und wenn wir das Reich Gottes zu unserem wichtigsten Anliegen machen, wird er uns jeden Tag geben, was wir brauchen. Und das bedeutet, dass wir Gott in den Mittelpunkt stellen. Wenn wir die Anliegen von Gott, die wir auch in der Bibel lesen, für unser Leben größer machen wie unsere eigenen Anliegen, dann werden wir zufrieden werden. Weil Zufriedenheit ist kein Zustand, Zufriedenheit ist eine Entscheidung. Zufriedenheit ist eine bewusste Entscheidung, Gottes Anliegen höher zu stellen als unsere eigenen Anliegen. Und ich möchte es anhand von 3 verschiedenen Lebensbereichen heute erklären, die 3B. Das wird einerseits sein Besitz, und ich möchte euch ermutigen, ihr könnt gerne die Handbewegung mit mir mitmachen, Besitz, so 2 geschlossene Fäuste vor uns halten, weil wir klammern uns an den Besitz. Das zweite nach dem Besitz wird sein Berufung. Berufung mit dem Finger nach oben, weil Berufung kommt von Gott. Unsere Aufgabe im Leben. Und das dritte nach der Berufung wird sein die Beziehung. Beziehung zu anderen, zwischenmenschliche Beziehungen, wo man als Zeichen nehmen kann, dass wir eben die Hand halten. Also Besitz, Berufung und Beziehung. Perfekt. Wie in der Kinderstunde funktioniert das. Alle machen schön mit. Toll. Und ich möchte euch jetzt kurz eine Minute Zeit geben, weil ihr habt nämlich auf euren Plätzen diesen Zettel liegen mit den Infos oder mit den nächsten Dingen, die anstehen. Ich möchte kurz so einen Zettel hochhalten. Das ist der Zettel. Und da habt ihr hinten auf der Rückseite so etwas Nützliches, Notizen zur Predigt.
Und ich möchte, dass wir uns eine Minute Zeit nehmen, ihr könnt es auch gern kurz beten und dann was schreiben, dass ihr einen Bereich schreibt in eurem Leben, wo ihr unzufrieden seid. Das kann einer von den drei Bereichen sein, Besitz, Berufung oder Beziehung. Das kann aber auch ein anderer Bereich sein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwie mit einem der drei Bereiche zu tun haben wird und in einen der drei Bereiche fällt. Also nehmt den Kugelschreiber, denkt kurz nach und schreibt einen Bereich auf. Unzufrieden, ja. Einen Bereich, wo ihr unzufrieden seid. Und was ich im Folgenden tun möchte, ich hoffe, die meisten haben schon fertig geschrieben, wenn ich so in die Augen schaue, die wieder auf mich zur Bühne blicken, ist, dass ich diese drei Bereiche ein bisschen näher beleuchte. Einerseits eben Besitz, Berufung und Beziehung. Und ein bisschen auch dazu weitergebe, was sagt denn die Bibel dazu? Besitz ist, glaube ich, so ein großes Thema, mit dem möchte ich mal anfangen, weil Besitz ist etwas, über das hat Jesus schon so viel gesprochen, Besitz ist etwas, an das wir uns oft klammern. Und in Hebräer Kapitel 13, Vers 5 im Neuen Testament steht auch drinnen, hängt euer Herz nicht ans Geld oder andere Übersetzungen, liebt nicht das Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und ich werde dich nicht im Stich lassen. Sind das nicht Zusagen? Amen. Hängt euer Herz nicht ans Geld, denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Und ich glaube, wir können unzufrieden sein mit dem Thema Besitz, egal ob wir reich sind oder arm sind. Das ist eine Botschaft, die uns alle betrifft. Und da möchte ich aus einem sehr genialen Buch von Richard Foster ein kurzes Zitat von zwei Sätzen vorlesen. Paulus lehrte, dass die Liebe zum Geld die Wurzel alles Bösen sei und oft lieben es die am meisten, die am wenigsten davon haben. Man kann auch äußerlich einen einfachen Lebensstil entwickeln und innerlich doch voller Sorge sein. Umgekehrt bringt Reichtum aber auch keine Sorgenfreiheit. Also auch wenn wir vielleicht wenig haben, kann es sein, dass wir abhängig sind von Geld innerlich. Oder auch wenn wir viel haben, kann es sein, dass wir natürlich viel damit beschäftigt sind, unseren Besitz zu halten, uns an unseren Besitz zu klammern. Ich möchte auch immer persönliche Beispiele zu den Predigten geben. Ich habe auch gemerkt, dass es mir in den letzten Jahren mit Geld oder auch Besitz viel besser gegangen ist, als ich mehr davon nicht für mich selbst auch verwendet habe, sondern für anderes verwendet habe. Das kann sein, indem man das zum Beispiel an die Gemeinde gibt, an Sozialprojekte gibt, an Missionare gibt. Und die Bibel sagt auch, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Wenn wir also unseren Schatz, unser Geld, was in unserer Gesellschaft so ein großer Schatz ist, einen Teil davon hergeben, wird auch ein Teil von unseren Sorgen und von unserem Herzen weggehen von uns, dass wir nicht mehr um uns selbst kreisen. Und das merke ich auch extrem und man wird auch durch das großzügiger gegenüber sich selbst. Weil ich habe auch vor einigen Jahren eine Zeit gehabt, wo ich mir immer gedacht habe, ja, warum sollte ich jetzt mit Freunden ins Kino gehen oder essen, das kostet wieder Geld und wenn ich dann im Kino bin, dann kaufe ich mir vielleicht Popcorn auch noch, obwohl es ja eigentlich keine großen Geldmengen sind. Aber wenn wir lernen, dass wir großzügiger zu anderen sind, werden wir automatisch auch großzügiger gegen uns selbst sein und werden mit mehr Zufriedenheit auch das Geld für uns selbst verwenden können. Also das ist ein Schlüssel zur Zufriedenheit, gerade bei diesem Thema mit Besitz. Also geben wir von dem Überfluss, den wir jetzt haben, ins Reich Gottes oder an andere Menschen, sind wir großzügig zu den Leuten in unserer Umgebung, auch wenn wir vielleicht sehen, dass jemand Not leidet. Und wenn wir großzügig gegenüber anderen sind, geben wir damit auch einen großen Teil unserer Sorgen ab. Wo euer Schatz ist, da ist nämlich euer Herz. Und das Thema Berufung
Das ist so das Zweite. Also jetzt haben wir Besitz gehabt, jetzt haben wir Berufung. Und da muss ich euch was kurz gestehen. Ich habe diese Predigt in einer ähnlichen Form schon mal in Steyr gehalten vor 3 Jahren. Das war eigentlich meine erste Gottesdienstpredigt damals. Und habe ich jetzt eben überarbeitet die Woche, ein bisschen drüber nachgedacht und umgeschrieben. Und vor 3 Jahren habe ich zum Thema Berufung geschrieben. Oh ja, im Punkt Berufung kann ich schon ein Lied über Unzufriedenheit singen. Bei mir ist es, dass ich immer schon zum Endziel möchte, ohne den Weg zu wandern. Bei mir ist es so, dass ich nicht sicher bin, ob Gott möchte, dass ich Pastor werde oder nicht. Ich sehe manche anderen jungen Männer, die mit vielen deutlichen Reden Gottes vorangehen. Und da kommt schon auch oft Unzufriedenheit in mir auf und ich denke, Gott, was ist mit mir? Ich möchte auch, dass du mir so klar die Richtung weist. Und ich glaube, dass viele von uns hier sind, die vielleicht mit irgendeinem Thema unzufrieden sind, ob es vielleicht mit, was machen wir im Leben, was machen wir im Leben für Gott, was ist unsere Aufgabe im Leben, dass wir mit diesen Themen konfrontiert sind. Und wir würden uns wünschen, einen Plan ungefähr wie folgenden. Gott spricht zu dir im Lobpreis, geh um 12.13 Uhr aus dem Habakuk heraus, was ungefähr der Zeitpunkt ist, wo unser Gottesdienst enden wird. Amen. Danke, Edith. Geh um 12.13 Uhr, exakt zu dieser Minute aus dem Gottesdienst, nach links hinaus, dort wird ein blauer Peugeot stehen. Geh zu einem Fahrer hin, frag ihn, was du in deinem Leben tun sollst. Er wird dir als prophetische Bestätigung dein Lieblingsessen nennen. Also bei mir wären es Schokoladeballerschinken. Und mach alles, was dir dieser Mann sagt. Es kann sein, dass Gott wirklich, und es hat in der Bibel auch Fälle gegeben, wo er wirklich so klar gesprochen hat. Aber was ist, wenn er nicht so klar zu uns spricht? Oft wollen wir schon in die Ferne schauen, obwohl wir die Dinge noch nicht sehen, die vielleicht vor unserer Nase liegen. Oft wollen wir zu den großen Dingen sehen, obwohl wir in den kleinen Dingen noch nicht treu sind. Weil Gott hat uns auch in der Bibel wieder gesagt, wer im Kleinen treu ist, dem wird auch Großes anvertraut werden. Wer im Kleinen treu ist in den Dingen, die wir jetzt schon tun können, dem wird auch Großes anvertraut werden. Wenn du vielleicht jetzt denkst, ja, ich möchte unbedingt das und das und das machen, irgendwelche großen Ziele, aber du bist noch nicht treu in dem, was dir jetzt schon Gott ins Leben gegeben hat, dann kann es sein, dass du vielleicht nie zu den großen Dingen gelangen wirst. Wir müssen uns im Kleinen treu erweisen. Also zum Beispiel in der Arbeit, den einen Kollegen vielleicht einmal eine Ermutigung zusprechen, ihm praktisch helfen, ihm vielleicht erzählen, hey, es gibt Hoffnung für dein Leben, die über dieses irdische Leben hinausgeht, nämlich Jesus Christus. Also fangen wir uns unserer Nase an und tun wir die Dinge, die wir jetzt schon tun, aber tun wir sie treu und im Hinblick auf Jesus Christus. Und das dritte Thema, nachdem wir jetzt Besitz gehabt haben, da haben wir jetzt gelernt, okay, wir sollen uns nicht daran klammern, wir sollen es auch an andere geben. Berufung, wir sollen auf Gott blicken und im Kleinen treu sein, wird er uns Großes anvertrauen. Und jetzt das Thema Beziehung, wenn wir nämlich Gott in Beziehungen nicht in den Mittelpunkt stellen, egal ob es jetzt zwischenmenschlich ist oder mit einem Partner, dann werden wir auch unzufrieden sein. Beispielsweise, liebt eure Feinde, hat uns Jesus selbst schon gesagt. Und da habe ich auch wieder eine persönliche Geschichte von mir. Ich habe am Anfang von meinem Zivildienst oft viele Probleme gehabt mit meinem Dienstführenden. Und das war ganz interessant, weil ich habe auf der Dienststelle gewohnt, also ich habe auch viel mit ihm zu tun gehabt. Und wir sind oft miteinander im Wagen dann gefahren, gemeinsam auf Dienste beim Roten Kreuz. Und es war immer wieder sehr anstrengend mit ihm, weil er sehr fast feindselig teilweise war gegenüber Zivildienern und das haben auch andere viele Probleme mit ihm gehabt. Und ich war in meinem Herzen selbst schon sehr verbittert und habe mir gedacht, was soll ich tun? Und ich habe mir einfach vorgenommen, weil ich das dann auch in der Bibel gelesen habe, wir sollen ja für die Feinde beten und sie segnen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, jeden Tag mindestens einmal, aber besser sogar zweimal in der Früh und am Abend für ihn zu beten. Herr, segne, Punkt, Punkt, Punkt. Und nach ein paar Tagen habe ich es geschafft, auch weil es anstrengend für mich war, mehr für ihn zu beten. Herr, segne, Punkt, 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 in seiner Arbeit. Oder Herr, segne, Punkt, 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 in seiner Familie. Segne ihn mit seinen Kindern, mit seiner Frau oder mit seinen Freunden. Oder segne ihn, indem er vielleicht dich erkennt und sein Leben dir gibt. Und nach einigen Wochen, nachdem ich es gemacht habe, ist mein eigenes Herz völlig umgekehrt worden und ich habe normal und freundlich mit ihm sprechen können, weil ich einfach meine Sorgen nicht mehr um mich selbst gedreht habe und um meine eigene Verbitterung, sondern ich habe sie Gott gegeben, eben in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dadurch haben sich auch Gelegenheiten entwickelt, wo ich mit ihm auch über den Glauben sprechen habe können, weil dann immer so ein kleines Kreuz
um den Hals gehabt. Das habe ich nochmal gesehen und habe ihn darauf angesprochen. Da haben sich tolle Gespräche entwickelt, wo er gesagt hat, einige von meinen Geschwistern sind gläubig und sind da auch zum Beispiel irgendwo in Freikirchen. Was ist das eigentlich? Dann haben wir mehr und mehr darüber gesprochen. Also beten wir für die, mit denen wir gerade im Streit sind. Oder ermutigen wir vielleicht auch diejenigen, mit denen wir vielleicht nicht im Streit sind, sondern einfach mit denen wir heute zu tun haben. Wir können vielleicht zu jemandem hingehen und sagen, hey Dani, ich finde dein Hemd heute richtig schick. Mir taugt es, wie du angezogen bist. Es passt richtig. Es passt einfach. Das ist der Mann hat einen Sinn fürs Team. Das wäre eine Möglichkeit. Es ist witzig, aber es kann trotzdem was sein, was uns ermutigt. Oder ich kann zu Leon hingehen und kann sagen, Leon, ich habe wirklich das toll gefunden, wie du heute den Lobpreis geleitet hast. Danke dir. Ich bin noch nicht fertig. Du bist noch nicht fertig, ja. Wir dürfen nachher von diesem Mann noch mehr hören. Und natürlich auch von Doris. Und solche Ermutigungen sind praktisch, verbreiten gute Laune, ermutigen Leute, aber das soll natürlich auch ernst gemeint sein. Und das war auch ernst gemeint, gerade die beiden Ermutigungen von mir. Aber genauso auch, außerhalb von zwischenmenschlichen Beziehungen in einer Partnerschaft muss man Gott in den Mittelpunkt stellen. Habe ich auch in der Vergangenheit schon Erfahrungen gehabt, aber vielleicht weniger wie die meisten von euch. Aber ich glaube, viele würden mir zustimmen, dass wenn Gott nicht im Mittelpunkt von einer Beziehung steht, zwischen zwei Partnern steht, dann wird die Beziehung nicht sehr gut verlaufen. Wenn wir nicht gemeinsam auf Gott blicken, dann wird da auch Unzufriedenheit herrschen, wird Streit herrschen. Und ich glaube auch jeder, der vielleicht irgendwo auf einen Mann, Frau, Partner, Traumprinzen, Prinzessin oder sonstige Leute wartet, der wird irgendwo auf Gott blicken müssen, damit er nicht unzufrieden wird in dem Thema. Weil, soll ich euch was verraten? Aber sagt das bitte nicht, Berda, wirklich nicht. Ich bin auch hin und wieder unzufrieden, dass ich Single bin. Und gerade in den Bereichen ist es wichtig, dass ich und auch alle anderen, zu denen ich hier heute spreche, Gott bewusst in den Mittelpunkt stellen und wissen, dass Gott seinen Zeitpunkt haben wird. Dass wir nicht versessen auf Menschen sind, sondern auf Gott blicken. Wir müssen in gewisser Weise selbstzufrieden werden. Wir müssen zufrieden werden mit dem, wie wir sind. Weil wenn wir Probleme jetzt haben, wenn eine Beziehung diese Probleme nicht lösen, sondern maximal stärker zum Ausdruck bringen nach einigen Monaten. Deswegen ist jetzt auch, das hat mal der Jeremias Trochanowski eigentlich mal gesagt, ist das perfekte Training für eine Beziehung, wenn man Single ist, wenn man dann arbeiten kann an sich selbst. Ich weiß den genauen Wortlaut gerade nicht mehr. Es war relativ witzig, was man erzählt hat. Jetzt ist es jetzt vielleicht etwas weniger witzig, wie ich es jetzt gerade rüberbringen versuche. Aber ja, erst wenn wir uns eben auch selbst lieben, können wir andere so lieben, wie es Jesus uns befohlen hat. Und das ist auch die Aufgabe. Und die Aufgabe ist auch für uns heute, dass wir nicht nur mit dem Thema Beziehungen, sondern auch mit Berufung und Besitz alles hingeben. Und das ist so ein bisschen die Zusammenfassung von allem, dieses Lebensumfassende. Und dieses Lebensumfassende hat ein Mensch für uns gegeben vor 2000 Jahren. Das war Jesus Christus. Er hat seinen Besitz gegeben. Er hat alles gegeben, was er gehabt hat. Er hat seine Berufung für uns gelebt. Seine Lebensaufgabe hat er auf uns ausgerichtet, dass er uns hilft, dass er Leuten hilft in seiner Umgebung. Und er hat genauso mit Leuten in Beziehung gelebt, hat sie geehrt, gewertschätzt, hat ihnen Wert zugesprochen, sie geheilt und in Hoffnung geführt, egal ob sie auf der Erde ist oder für ihre Ewigkeit. Wie er auch am Kreuz gehangen ist und hat mit dem Verbrecher, der zu einer Seite von ihm gehangen ist, gesprochen, der ihm gesagt hat, Herr, ich möchte auch mit dir im Paradies sein. Und Jesus hat ihm versichert, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Und genauso können wir auch, wenn wir sein Angebot annehmen, mit ihm im Paradies sein. Und Jesus ruft uns auf, wie ihm, wie er auch unser Kreuz auf uns zu nehmen und ihm nachzufolgen mit Besitz. Machen wir es nochmal gemeinsam, kommt. Besitz, auch mit unserer Berufung, mit unserer Lebensaufgabe und in Beziehungen zu anderen Menschen. Und jetzt möchte ich auch die Predigt schließen. Ich möchte noch am Ende ein bisschen was weitergeben. Ihr habt ja jetzt auf euren Notizzettel hinten etwas draufgeschrieben, einen Bereich, wo ihr unzufrieden seid. Und auch für all diejenigen, die sich immer am Ende von einer Predigt über eine Anwendung für die Praxis freuen. Nehmt euch diesen Bereich, gerade in der nächsten Woche, betet darüber und versucht auch einige von den Tipps, die ich jetzt mit der Bibel auch erzählt habe oder aus meinem persönlichen Leben, diese Dinge umzusetzen und in diesen Bereichen dadurch zufriedener zu werden. Wenn ihr Probleme habt vielleicht mit, wie viel verdiene ich oder wie viel Besitz habe ich oder ich möchte meinen Besitz verwalten, ich klammere mich daran, probiert, dass ihr ein wenig mehr von eurem Besitz loslasst und an andere weitergibt.
Wenn ihr Probleme habt vielleicht mit eurer Berufung, dann betet zu Gott, lest in der Bibel und seid treu in den kleinen Dingen, die euch angeboten werden, die vor euch liegen. Dann wird euch Gott Großes anvertrauen. Und wenn ihr unzufrieden seid in zwischenmenschlichen Beziehungen oder auch in einer Partnerschaft, dann ist wieder ein Auftrag. Betet, das ist immer ein guter Auftrag. Und betet gerade für die Leute oder ermutigt sie auch bewusst oder versucht ihnen zu helfen. Vielleicht auch mit einer Spende. Da kommt dann alles zusammen. Mit einer Spende an jemanden, der es vielleicht gerade dringend braucht in eurem Umfeld, könnt ihr euren Besitz ein bisschen loslassen und dadurch Sorgen verlieren. Ihr könnt vielleicht einen Teil eurer Berufung, den Gott uns gegeben hat, erfüllen und ihr könnt zwischenmenschlich helfen. Also viele Dinge erfüllen alle drei Bereiche in einer gewissen Hinsicht. Und deswegen finde ich das Thema so lebensumfassend und so wichtig und zentral, dass wir auch jetzt im kommenden Jahr 2020 zufrieden sind und zufrieden werden, indem wir Gott alles hingeben. Und ein letzter Tipp, wenn ihr vielleicht Probleme mit dem Thema Zufriedenheit habt, dann gibt es in der Bibel ein richtig gutes Buch. Und das wäre auch eine alternative Predigt gewesen, dass ich das heute einfach vorlese. Das ist das Buch Prediger im Alten Testament. Ist ein wirklich tolles Buch, wo aufgearbeitet wird vom König Salomo. Ich habe mit Arbeit zu tun gehabt und es hat mir letztlich nichts gebracht in meinem Leben. Ich habe verschiedene andere Dinge nachgelaufen oder Partnern nachgelaufen, aber letztlich bringt es keine Erfüllung. Und so geht er immer wieder alle Dinge durch und leitet zu dem einen hin, was wirklich Erfüllung bringen wird. Aber das spoilere ich euch jetzt nicht. Ihr könnt das Buch gerne im Alten Testament finden und lesen. Und ja, was ich jetzt noch tun möchte, ist, dass ich abschließend bete. Und danach werden wir das Abendmahl feiern, wo ich noch kurz etwas dazu erklären werde. Danke, Vater, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du uns liebst. Und dass du auch möchtest, dass wir zufrieden werden, indem wir dich in allen Bereichen in unserem Leben in den Mittelpunkt stellen. Segne du jetzt unseren kommenden Sonntag, segne du die kommenden Wochen, Monate, das kommende Jahrzehnt, an dessen Beginn wir jetzt stehen. Und lass uns zufrieden werden, indem wir dir Besitz, Berufung und auch Beziehungen hingeben. In deinem Namen. Amen.